Guten Morgen und herzlich willkommen. Immer noch aus Roquetas. Heute ist der 24. Januar. Wir haben es 9.40 Uhr. Wir sind früh dran, Und die denn Sonne scheint schon 15 Yippie. Grad im Moment. Ja, toll. Wir machen heute wieder mit Angie und Ralf einen Ausflug. Die haben uns gefragt, ob wir wieder mitfahren. Und da haben wir natürlich ja gesagt, weil die finden immer ganz tolle Ziele. Wir haben jetzt keine Ahnung, wo wir hinfahren. Wir Sie lassen haben uns nur überraschen. gesagt, wie immer, Sie haben nur gesagt, wir sollen dicke Jacken mitnehmen. Es könnte kalt werden. Und dann haben wir eine normale Jacke und die dicke Ich Jacke. denke, wir fahren in den Schnee. Was? Wir haben doch ja keine Bestimmt Skier dabei. in die Sierra Nevada. Meinst du? Ja, die können uns doch da ausleihen. Die Skier? Ja. Oh, würde ich schon gerne Ja. Ski fahren einmal wieder, ne? Aber wir werden sehen, wo es hingeht. Und da nehmen wir euch natürlich mit. Also bleibt dran und seid gespannt. Wir sind doch. Maros. Hör auf. Mein Gott, das war eine kurvenreiche Fahrt bis Ja, wir hierhin. sind 90 Kilometer gefahren und jetzt sind wir hier angekommen. In Mirador. Mirador de Cosentino. Das ist ein Marmorsteinbruch. Also. Richtig imposant, ne? Gefällt mir richtig gut. Haben die zwei wieder was Tolles rausgesucht. Nehmen wir einen Stein mit? Ja, dann müssen wir aber noch mal auflasten. Hast du gezeigt? Toll, ne? Ja, toll. Und hast was gefunden? Ja! Schön, ja, Das sieht sehr gut schön. aus, ne? Ja, sieht gut Ja. aus. Toll, Das ne? ist schwer, du. Ja? Das ist total Oh schwer. ja. Ne? Ja. Ja. Eine imposante Landschaft. Toll. Hier da hinten die Blöcke, ne? Wie die da schon alle liegen. Super. Ja. 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 Mal hier die Blöcke, ne? Die Marmorblöcke. Ja, Wahnsinn. Schön, ne? Toll, ne? Ja.
Wir sind jetzt in dem Dorf Makael angekommen. Das war von dem Steinbruch aus nur so circa 8 Kilometer. Hier dreht sich alles um Marmor. Ja, also jede Popelstreppe ist aus Marmor. Dann hier der wunderschöne Brunnen und hier die Sitzbänke. Und einfach. Ja, der Platz ist ja wunderschön. Ach, wunderschön. Ja, richtig toll. I love it. So schön. Gehen wir weiter? Ja, wir gehen weiter. Hier kriegst du auch die Indalo aus Marmor. Oh, auch toll. Wunderschön. Immer diese Touris, die einem hier das Bild versperren. Überall, ne, so Skulpturen. Wunderschön. Schön. Ja. Hola. Hola. 3 Euro? Ja. Machen wir? Si. Brigitte? Marmor-Museum. Ja, da gehen wir jetzt rein. Wir haben gerade geguckt, der Eintritt kostet 3 Euro pro Person. Also, nix wie rin. Ja, und der Ralf sagt, da gibt es halt heute nichts zu essen. Was? Ja, irgendwo müssen wir ja sparen, oder? Ich glaube, das würden wir eher aushalten als der Ralf, oder? Wir haben jetzt gerade eine Mittagspause eingelegt, haben lecker gegessen. Ja, war lecker. Ja, und dann sind wir weitergefahren und zwar zu einer Sternwarte. Wir sind jetzt hier auf 2100 und ein paar gequetschte Meter. Und es ist ganz schön frisch hier oben. Jo, da wird auch so hoch hier oben. Aber kein Schnee. Nee, aber hier gibt es wunderschöne Felsformationen, wo man laufen kann. Und die Sternwarten, also
Super. Toll, toll, tolle Gegend hier. Ja, ja, richtig. Also Andalusien hat ja was zu bieten. Unglaublich, ja. Nicht nur Wasser, Strand und Meer. Nee, aber das ist natürlich, wenn man ein Auto hat. Ne? Obwohl, mit dem Camper könnten wir hier auch hinfahren. Auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal zu den Sternwarten, mal gucken, wie groß die sind. Das hat sich ja wieder gelohnt, ne? Ich glaube, hier gibt es 4 Stück, ne? Hier ist 1, 2, 3, 4. Super. Oh, richtig schön. Wow, und dann hier diese Felsen. Ich meine, ich hätte eben gelesen, das wäre von dem Max-Planck-Institut. Ja, hat da irgendwas mit zu tun. Heidelberg habe ich auch noch gelesen. Da war auch irgendwas in Deutsch, stand da, ne? Toll. Ich glaube, danach fahren wir nach Hause, ne? Ja, ich glaube ja. Wieder ein toller Ausflug. Ach, ganz toll. Das wäre schön, wenn wir da mal reinkämen, ne? Ja, da würde ich gerne mal gucken. So, und hier endet dann unser Ausflug, unser Tagesausflug. Wir danken wieder Angie und Ralf, dass die uns diese tollen Sachen hier gezeigt haben. Es war ein wunderschöner Tag. Wetter haben wir wieder bombastisch gehabt, ja. Oder? Ah, ein Traum. Ja. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Wie immer gerne Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Adios. Tschüss. Tschüss. Mein Idiot. Ich mach aus, ne? Du machst aus.